Wir haben heute die historische Möglichkeit, Gleichstellung zu schaffen. Wir haben die Möglichkeit, allen Menschen die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten zu geben, unabhängig davon, wen sie lieben. Und wir haben die Möglichkeit, in Zeiten wie diesen, wo die Gesellschaft und die Welt es so nötig haben, ein wunderschönes Zeichen raus in die Welt zu schicken. Denn Liebe ist Liebe, das schönste der Gefühle, die reinste Form der Solidarität. Liebe sollte nie abgewertet, verurteilt, verfolgt oder verboten werden. Ein Ja zu dieser Vorlage inklusive den Minderheitsanträge Flach ist ein Ja zur Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Wenn Sie nun aber Ja sagen zur Kernvorlage, wie die so schön genannt wird, aber nicht Ja zu den Minderheiten Flach, bei denen es darum geht, dass verheiratete lesbische Frauen Zugang zu Samenspenden erhalten, sowie ab Geburt beide Partnerinnen als Elternteil anerkannt werden, nun, dann sind Sie nicht für die Gleichstellung. Dann müssen Sie ehrlich sein und sagen, dass Sie nicht bereit sind, eine Ehe für alle einzuführen. Denn es tut mir sehr leid, es Ihnen sagen zu müssen, Lesben haben schon heute Kinder. Man rechnet mit bis zu 30.000 Regenbogenkindern in der Schweiz. Die Frage, die Sie heute beantworten müssen, ist die folgende. Geben wir diesen Familien und diesen Kindern den nötigen Schutz oder nicht? Heute haben wir die Chance, Gleichberechtigung zu schaffen, weil Liebe Liebe ist. Packen wir die Chance. Herzlichen Dank.